nicht, Frau Otti. Was machen Sie denn da? Sie sollten schon ein bisschen zuhören, wenn ich Ihnen was sage. Sie haben doch gesagt, bitte, Frau Sokol, ich soll die Tischchen zusammenrücken. Ja, aber zusammenrücken heißt ja nicht einen langen Tisch machen. Wer weiß, ob die Leute überhaupt so nah beieinander sitzen aber wollen. Entschuldigen Sie. Bei so einer großen Familienfeier. Ja, um das geht es ja. Die Hand kann ich da nicht haben. Also, schauen Sie, wann wird da am meisten gestritten bei Familienfeierlichkeiten, nicht? Na, und sagen Sie, weiß man eigentlich schon, wer aller kommt? Na, das sollte man eigentlich schon wissen, wer da aller kommt. Aber das hängt natürlich damit zusammen, wer mit wem verstritten ist. Wer weiß, ob der Herr Sektionschef überhaupt kommt. Der František, der wird doch da sein, wenn es gilt, das junge Paar zu feiern. Aber heute gäbe es ja viel zu feiern. Wir Frauen müssten heute feiern. Ja, was sollen wir Frauen heute feiern? Na, wir haben doch gewonnen heute. Im Super-Riesen-Giant Torlauf haben wir gewonnen. Das gefreut mich. Ich gratuliere Ihnen auch vom Herzen. Wir sind wieder gut gefahren. Na, das ist schön. So. Nein, ich glaube, wir nehmen die rosanen Kerzen. Die passen besser. Gut, nehmen wir die rosanen. Na, Franz, was ist denn mit deiner sprichwörtlichen Pünktlichkeit? Jetzt ist es, naja, also bitte, es ist 5:02, du bist ja noch gar nicht umgezogen. Ja, du, das kann ich erklären. Erstens einmal, ich habe mir gerade vorhin noch die Nachrichten angehört. Ja, was gibt's noch? Ja, es ist schon wieder mal ein neues Unglück passiert. Vermutlich ist ein großes Flugzeug im Indischen Ozean mit 159 Leuten verschwunden. Ja, aber darüber hinaus habe ich auch sonst gar keinen Grund, mich umzuziehen. Ich denke doch gar nicht daran, mich umzuziehen, um an einem Fest teilzunehmen, das für einen mir äußerst suspekten Menschen stattfindet. Franz, sag einmal, kannst du dir nicht vorstellen, dass dein Benehmen die Petra völlig vor den Kopf stößt? Warum ist dir dieser Mensch so suspekt? Ich kann das nicht begreifen. Ich meine, ist er dir zu wohlerzogen oder wie? Na, du bist wohlerzogen, bin ich selber auch. Aber geh, also langsam fällt es mir schwer, das zu glauben. Und was hast du außerdem gegen ihn? Also vielleicht, weil er Geld hat. Ah, hat er Geld? Er behauptet, dass er Geld hat. Wissen tut das vorderhand gar keiner. Ich meine, an sich ist natürlich verdächtig, wenn heutzutage einer so viel Geld hat, nicht wahr? Aber schließlich und endlich, also gut, soll er Geld haben, das geht mir ja weiter nichts an. Ich verstehe nur nicht, also, was du sonst an ihm findest. Naja, wir würden ja sicherlich schon etwas mehr wissen über ihn, wenn du mir nicht verboten hättest, den Dr. Wachsler anzurufen. Wer ist bitte der Dr. Wachsler? Der Dr. Wachsler, das ist ein sehr guter, wirklich ausgezeichneter Detektiv. Aha, also damit hörst du ein für alle Mal auf. Hast du mich verstanden? Ja. Ich habe ja gar nicht damit angefangen. Ich bin ja gar nicht engagiert. Franz, bitte gib mir die. Ich muss da jetzt noch ins Schlafzimmer. Gib mir bitte die Safe-Schlüssel. Wozu brauchst du jetzt den Safe-Schlüssel? Ja, weil ich meiner Enkelin zur Hochzeit etwas schenken möchte. Aha. Hat das nicht noch Zeit? Sag mal, wann glaubst du, überreicht man Hochzeitsgeschenke? Zur Silberhochzeit? Also, so weit wird es ja bei den beiden Unberufen nie kommen. Mein Gott, du bist wirklich mein Hellseher vom Dienst, gell, Franz? Ja, also gib mir bitte die Schlüssel. Ja, bitte. Ich werde der Petra etwas schenken, was ich von meiner Familie geerbt habe. Und wenn ich fragen darf, was wird denn das sein? Weiß ich noch nicht. Werden wir es überlegen. Ich sag's dir dann, gell? Ja, bitte. Ja. Ja. Nein, sowas. Ja. Das habe ich gern. Ich darf arbeiten und sie trotscht am Telefon. Ja, na du armer Bub, du. Na, ist das wirklich so arg, ja? Na, aber herunterkommen musst du schon, na, das kannst du deiner lieben Schwester nicht antun. Was sagst du? Was? Bitte? Du, hast du so Halsschmerzen? Na, ich kann dich überhaupt nicht verstehen. Ja, na gut. Weißt du was, du kommst auf alle Fälle herunter und wir werden dann schon irgendwas finden, was dir gut tut, ja? Na, gut, ja, na.
Das war der Tommy. Mein Gott, der arme Bub. Das, naja, ich weiß nicht, der muss irgendetwas haben. Ich habe ihn kaum verstehen können. Und derisch bin ich wirklich nicht. Ach, vielleicht will sich der nur drücken von dem ganzen Spektakel. Drücken? Ja. Bitte. Das muss ich sagen, Frau Sokol, der Tommy hat sich noch nie von irgendetwas gedrückt. Das ist ein prima Mensch, der Tommy. Gott, am Ende ist er wirklich krank. Aber Gens, das gibt's doch gar nicht. Gestern, wie er da gewartet hat, da war er fröhlich und lustig. Na ja. So. Sagen Sie mal, was ist denn mit den Sandwich? Sind die fertig? Jesus Maria. Bitte verzeihen Sie, weil auf die Sandwich habe ich jetzt wirklich ganz vergessen. Na, ich gehe schon. Bitte, weil ein paar Sandwich sollten die Leute schon haben. Die haben ja schließlich einen Hunger. Die glauben, hallo, dass grüß Gott, Frau Sokol. Yay, das ist da. Bin ich am Ende die Erste? Ja, aber das macht ja gar nichts. Ich freue mich sehr, dass du auch da bist. Komm, setz dich nieder. Können wir ein bisschen tratschen, ja, können wir ein bisschen tratschen. Erzähl mir mal, wie es dir geht. Na, hör mal, du hast ja was sehr Dummes mit deinem zweiten Kind. Kommt der Storch zum Storch wieder? Ja, ich weiß eh. Und ehrlich, Frau Sokol, direkt bestellt haben wir sie auch gar nicht. Aber jetzt haben wir schon verkraftet, dass aus unserem Trio ein Quartett wird. Schickt daher ein Hasel, schickt da auch das Grasel. Du, und du hast doch jetzt einen Mann, der einen Job hat oder so. Mhm. Der muss doch bei der Tournee gut verdienen, mhm, oder? Stimmt, genau. Und das verdanken wir nur dem Mann von der Petra. Ah, ja. Stefan hat mich heute schon angerufen und mir strahlend berichtet, dass er schon ein bisschen was erspart hat, obwohl er erst seit Mittwoch unterwegs ist. Na, geht, das ist auch schön. Ich bin schon so neugierig, wie der Dr. Strahler ausschaut. Hm? Ja, da wirst du eh gleich merken, wie der ausschaut, weil eigentlich sollten die ja schon da sein. Aber weißt du, die Petra wird natürlich sehr viel zu tun haben, weil die muss die Sachen packen für die Flitterwochen. Die fahren ja morgen auf Bahama. Ah, ich bin auch gerade in den Flitterwochen, Frau Sokol. Na geh, wie machst denn das ohne Stefan, ha? So schauen meine Flitterwochen aus. Alles Flitter und Glitzer. Schön. Leider nicht echt. Ja, das schaut aber sehr glitzernd schön echt aus. Den da, den möchte ich der Petra schenken. Da habe ich die Steine selbst eingesetzt. Das mache ich nämlich jetzt in Heimarbeit, bis das Baby kommt. Du hast es? Mhm. Also ich muss sagen, du bist wirklich ein sehr tüchtiges... Na, das ja, ich ist weiß noch nicht, ob sie jetzt noch sowas tragen wird. Ne? Aber ganz sicher, du, die wird sich narrisch gefreut. Ja, du, was selber gemacht ist, das ist doch was ganz Besonderes. Schau mal. Hey, Leute! Ja, was ist mit dem Fest? Wo ist meine Gans? Hm? Meine Schwester. Und wo ist der Bertel? Was ist los? Was schaut sie mich so was an? Was hast denn du, was, Alter? Was hab ich? So was? Tommy? Was ist denn mit dir? Hast du Fieber? Nein, eher an Fetzen. Ante Otti, weißt du, was mir passiert ist? Nein, das weiß ich nicht, aber du wirst es mir gleich erzählen. Komm, komm herein. So. Aus ist es. Mit der Susi und mir ist es aus. Ja, was? Was ist denn los? Na komm, komm, setz dich zu mir. Setz dich. Komm. Möchtest du nicht doch mitkommen? Also sag mal, Hila, ich glaube, du kennst mich lange genug. Ich denke nicht dran, wenn ich mir mal zu etwas entschlossen habe, dann bleibt's auch dabei. Also zu ja, dieser und bei Fete mir wirst du schon mal reingehen müssen. Ja, ja, und bei mir bleibt's dabei, dass du mit dem Benehmen die Petra total verschrecken wirst und vor den Kopf stoßen. Ich hab's dir schon einmal gesagt. Solltest du dich nicht lieber fragen, wer da wen zuerst vor den Kopf gestoßen hat? Franz, überleg doch. Die Petra ist, obwohl sie jetzt verheiratet ist, ein junges und völlig unreifes Ding. Ja. Während du ein, naja, sagen wir, fast erwachsener Mann bist. Bitte sei doch großzügig. Bitte, Franz. Ich mach deinen Vorschlag, Hila. Geh du einmal jetzt hinunter und sag also, was weiß ich, mir ist nicht gut, ich hab Kopfweh oder ich hab Halsweh oder ich bin heiser, was du willst. Und wenn die dann von der Hochzeitsreise zurück sind, dann werden wir weitersehen. Ja, übrigens, wofür hast du dich denn entschieden? Dafür, dass mir die Beziehung zur Petra wichtiger ist als alles andere auf der Welt und dass ich einen Menschen nicht nur dann abqualifiziere, weil mir seine Nase nicht gefällt.
Du, seine Nase, die finde ich gar nicht so hässlich. Ich meine, hässlich ist an ihm nur sein Charakter. Oh, Franz! Nein, ist schon gut. Ich sag ja nichts mehr. Nee, aber eigentlich wollte ich ja vorhin nur wissen, wofür du dich entschieden hast als Geschenk für die Petra. Für die dicke Goldkette, die ich zur Hochzeit von meiner Großmutter bekommen habe. Hm. Muss das sein? Also ich würde eigentlich viel passender finden, wenn du ihr die Muschelkette schenkst, die wir da seinerzeit einmal in Frankreich gekauft haben. Gibst du mir jetzt bitte einen Cognac? Nein. Da wirst du deine Susi nicht mehr zurückbekommen, wenn du dich weiter so besaufst. Da kannst du ja gar nicht mehr klar sehen. Ich will überhaupt gar nicht mehr klar sehen. Denn wenn ich klar sehe, dann sehe ich nur, dass mir die Susi gestern gesagt hat, dass sie mich nicht mehr liebt. Ach, was du jetzt durchmachst, das erleben die meisten Menschen auf der Welt. Und das meistens mehrmals. Also ich nicht. Ich werde nie mehr einen Menschen so lieb haben wie die Susi. Das schwöre ich. Schwör nicht. In deinem Zustand schwört man meistens Meineide. Ich will überhaupt gar kein Mädchen mehr anschauen. Ich hasse die Weiber. Entschuldige, du bist natürlich ausgenommen. Ich danke dir. Ja. Kannst du mir bitte eine Frage beantworten? Wenn ich kann. Warum hat ausgerechnet mich niemand auf dieser ganzen Welt lieb? Schatzi. Müssen wir denn wirklich in diese schreckliche Konditorei gehen? Und doch viel lieber jetzt zu Hause mit dir. Viel schöner. Komm, gehen wir. Nein, das geht doch nicht. Die warten ja alle auf uns. Ach, oh Gott. Aber bitte versprich mir eins. Fang bitte nicht mit diesen blöden Sparbüchern an. Warum nicht? Schließlich steht mir meine Mitgift ja zu. Ja, Schatzelein, ich weiß, aber wir brauchen es doch nicht. Und wie ich deinen Opa kenne, glaubt er, ich habe dich dazu gedrängt und hält mich für einen Mitgiftjäger. Nein, also da kennst du den Opa schlecht. Der ist ein sehr guter Menschenkenner. So, ist er das? Naja, weiß nicht. Du, wenn jemand irgendwie ein schlechtes Gewissen hat, das merkt er sofort. Ja. Und deswegen wird er auch nie glauben, dass du es auf mein Geld abgesehen hast. Komm. Aber ich wäre trotzdem sehr, sehr dankbar, wenn du ihn nicht reizen würdest. Und glaube mir, mein Schatzelein, mich interessiert dieses Geld überhaupt nicht. Ich pfeife auf diese Sparbücher. Das weiß ich doch. Ich hab dich wahnsinnig lieb, mein liebes, dummes, kleines Schatzü. So, komm, jetzt machst du noch einen Schluck von diesem Mineralwasser. Na, trink schön, komm. Na, das tut dir gut, komm. Na, noch einen Schluck. So. Jetzt steh auf. So, und jetzt gehen wir beide da hinaus und mischen sich unter die Völker, ja? Und du wirst ein Mann sein und wirst dir nicht anmerken lassen, was mit dir los ist, ja? Ich möchte ja haben, dass du vorausgehst. Ich gehe noch einen Sprung ins Badezimmer, in den Waschraum, ja? Also gut, dann werde ich mich noch um die Sandwiches kümmern. Das ist für die Ohren, Frau Sokol. Ist das ein Kropfband? Geht's ein bisschen. Grüß Gott, Frau Sokol. Yay! Darf ich vorstellen? Das ist der Bertel, mein Mann. Bertel, das ist die... Nichts sagen, ich weiß alles. Das ist die berühmte Frau Sokol. Darf ich Handybusse geben, ja? Die meine kleine Petra von Kindheit auf kennt und behütet hat, was? Ja, ein rechter Fratz war es schon, die kleine Petra. Also wissen Sie, sowas wie Sie, das gibt's doch halt überhaupt nicht mehr, ne? Sowas muss man ja mit der Lupe suchen. Also hören Sie, so winzig bin ich auch wieder nicht. Was heißt denn winzig? Sie sind eine riesige Frau, bei der was Sie alles leisten. Aber warum muss ich Ihnen das sagen? Das hören Sie ja sicher tagtäglich von allen Familienmitgliedern, nicht? Sie muss man doch mit Gold aufwiegen. Sie, das war nicht schlecht. Da könnte ich einem flotten Altersabend entgegensehen. Ich danke schön für die Komplimente und ich wünsche euch alles Gute. Aber ich bin natürlich ein bisschen beleidigt, dass man mir nichts von der Hochzeit gesagt hat. Also bei der nächsten Hochzeit informiere ich Sie sicher rechtzeitig.
Petra, Petra. Du, mir geht's sehr gut. Du, ich wünsche dir auch alles, alles Liebe. Danke. Ich dir auch fürs nächste Baby. Dass du wahnsinnig glücklich wirst und dass du auch wahnsinnig viele Kinder kriegst. Ja. Ich werde dir nacheifern. Bertel, darf ich euch vorstellen? Das ist die Birgit, meine beste Freundin. Das ist die Frau vom Stefan. Ja, natürlich. Ja, na, ich freue mich. Ich freue mich, die Frau des Mannes mit der Trompete kennenzulernen. Übrigens, ich habe heute früh mit dem Tourneeleiter telefoniert. Ihr Mann kommt ganz toll an. Ach, fein. Ich bin Ihnen irrsinnig dankbar, dass Sie dem Stefan den Job vermittelt haben. Wirklich, das war so lieb von Ihnen. Nein, pst, keinen Dank. Ich bin immer froh, wenn ich einem jungen Musiker ein bisschen unter die Arme greifen kann. Nicht? Und außerdem, was glauben Sie, wie viel Geld ich mit Ihrem Mann noch verdiene, wenn ich ihn erst einmal unter Exklusivvertrag nehme? Aber jetzt muss ich mich entschuldigen. Ich sehe gerade, die Frau Sokol hat erraten, wie durstig ich bin. Ah ja, danke. Prost. Du hast aber einen charmanten Mann, Petra. Mhm. Pass nur auf, dass ihn dir niemand wegschnappt. Na, na, du, den bewache ich eisern, Tag und Nacht. Du, ich habe da eine Kleinigkeit für dich. Nichts Kostbares, aber die Steine habe ich selbst eingesetzt. Das mache ich nämlich jetzt in Heimarbeit, bis das Baby kommt. Das ist wunderschön, ja? Danke. Das freut mich. Ich behalte ihn gleich an. Du, sag, ist die Tante Otti da? Ja, die ist, glaube ich, noch drinnen. Aha, du, warte, ich muss nämlich die nur bekannt machen miteinander. Okay. Du, Bertel, du musst unbedingt die Tante Otti kennenlernen. Sag mal, wie viele Tanten, Onkeln und Neffen und Freundinnen hast du denn noch? Na, noch einige. Warum? Ja, in meinem Alter muss man mit seinen Kräften ein bisschen haushalten. Schließlich sind wir ja auch noch in den Flitterwochen. Oh. Oh. Ah, da ist die Tante Otti. Tante Otti, darf ich dir vorstellen? Das ist der Bertel, mein Mann. Ich freue mich riesig, Sie kennenzulernen. Ich weiß alles, man hat mir alles erzählt von euch zwei. Es ist mir eine ganz große Freude und eine große Ehre, Sie kennenzulernen. Ja, Tommy. Servus, Papa. Du schaust aber fein aus. Sag mal, wie bist denn du angezogen? Ich hab gedacht, du bist doch bei diesem großen Superfest. Bist du nicht bei dem großen Superfest da unten? Ich war einen Sprung unten, aber mir ist so schlecht. Ich konnte nicht. Ja. Ja, so schaust du aus. Gelb und grün, etwa wirklich. Ein junger Mensch. Schaust du aus. Naja, lass mal das. Wahrscheinlich, als bitte ich, seinerzeit war auch kein Heiliger, nicht wahr? Aber so habe ich in der Früh nicht ausgeschaut. War die ganze Nacht um die Ohren gehaut, wa? Da liegst du vollkommen richtig, Opa. Sag, ich war gerade unten, hab nach Kopfwehtabletten gesucht, aber ich habe keine gefunden. Kannst du mir bitte aushelfen? Das ist eine sehr schwierige Frage. Wenn deine Großmutter hier wäre, die weiß natürlich, wo die sind. Aber die ist gerade jetzt im Moment hinuntergegangen. Ich konnte erst nicht getroffen am Weg. Ne? Ja, ich bin von der Maschek-Seite gekommen. Von der Maschek-Seite gekommen. Ja, also ich weiß was. Ich weiß, wo die Sokol ihre Pulvern hat. Ja. Na wunderbar. In der Küche in einer leeren Kaffeedose. Na, ausgezeichnet. Also dann geh in die leere Kaffeedose. Es ist mir wirklich wahnsinnig leid, dass es dem Sektionschef nicht gut geht. Können wir uns von ihm ja gar nicht verabschieden. Wir fliegen nämlich schon morgen. Der Bertel hat extra einen Termin sausen lassen, damit wir 2 Tage länger bleiben können. Oh, einen Termin sausen lassen, das ist ja ein finanzieller Verlust. Das kommt davon, was man unter Verlust versteht. Finanziell natürlich ist es ein Verlust, wenn ich ein Engagement mit einem Spitzenstar nicht manage, aber für mich privat wäre ja der Verlust von 2 Sonnentagen mit meiner geliebten, entzückenden kleinen Frau, das wäre ja viel, viel schmerzlicher. Na, ist das nicht was Schönes? Es gibt noch Menschen, die nicht immer nur an dieses depperte Geld denken. Ja, Otti, weißt du, wenn man viel Geld hat, dann kann man es deppert nennen, aber die, die gar keins haben, die sagen, es wäre sehr erstrebenswert. Ja. Ach, ich war selber viele Jahre mit dem Kampf um das Geld vertan. Jetzt möchte ich endlich einmal was vom Leben haben, nicht? Oh, wollen Sie sich nicht zu uns setzen? Wollen schon, aber ich fürchte, meine Tochter gibt mir nicht so lange Urlaub. Leider. Nein, jetzt darfst du aber nicht gehen. Ich habe eine große Überraschung vorbereitet. Eigentlich warte ich nur mehr auf den Tommy. Das tut mir sehr leid, aber ich muss leider. Die Hilla ist ganz allein. Das ist nur der Tommy. Na, der Tommy hat doch gesagt, er kommt sofort. Ja, das hoffentlich ist ihm nicht schlecht. Entschuldigen Sie. Ja, ich muss auch rennen. Auf Wiedersehen noch. Du, Tante Otti, Papa, ich komme gleich mit dir. Ich muss mich eh noch ein bisschen zurecht machen. Also, das ist wirklich ein,
ein glücklicher Zufall, dass ich jetzt Gelegenheit habe, mit Ihnen allein ein bisschen sprechen zu dürfen. Sie gehören ja jetzt zu unserer Familie, Herr Doktor. Ich wäre sehr, sehr froh, wenn Sie sich zu meinem Vornamen durchringen könnten. Ja, bitteschön. Bertel. Also ich weiß, es war nicht der richtige Weg, den wir vorige Woche gegangen sind, wie wir Sie so vor vollendete Tatsachen gestellt haben. Tja, mein Mann und ich, wir haben uns die Hochzeit unserer Enkelin ein bisschen anders vorgestellt. Na ja, sehen Sie, und ich habe so gehofft, dass ich heute vielleicht Ihrem Mann ein bisschen näher kommen könnte, aber leider... Fühlt er sich nicht wohl? Ja, 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 ich weiß, ich weiß, ich weiß. Aber sehen Sie, eines muss ich jetzt ganz, ganz offen sagen. Ich habe die Petra nur geheiratet, weil ich sie sehr, sehr lieb hatte. Und weil sie sich so gewünscht hat. Die Petra? Ja, 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 das wirst du an jeder Zeit bestätigen. Ne? Ja, wenn ich aber selber allerhand Bedenken gehabt. Ah, das verstehe ich. Der große Altersunterschied. Na ja, ja, auch, ja, ja, auch, ja. Aber doch keine Bedenken gegen Petra. Mit der Petra hat das überhaupt nichts zu tun. Das ist eine ganz andere Geschichte. Na ja, so lassen wir das. Ich bin die große Bitte an Sie. Ja. Versuchen wenigstens Sie uns zu verstehen. Die Petra hängt so an Ihnen und das wäre doch eine... Und dann habe ich noch eine sehr große Bitte an Sie. Ich kenne die Petra, sie ist so ein Dickschädel, ist sie. Nicht, ich habe sie wohl darum gebeten, aber sie wird sich ja sicher nicht dran halten. Um was haben Sie sie gebeten? Dass sie ihren Mann nicht noch zusätzlich gegen mich aufbringt und ihre Mitgift verlangt. Die Petra ist jetzt verheiratet und es ist ihr gutes Recht, ihre Sparbücher zu verlangen. Ja, ich weiß, aber ich will nicht, dass das ihren Mann noch zusätzlich gegen mich aufbringt, nicht? Ich möchte ihren Mann bitten, diese Sparbücher doch bitte weiter zu verwalten und ich werde Petra von Herzen gern dieses Geld auf ein anderes Konto oder auf ein anderes Sparbuch legen. Na, übernehmen Sie sich nicht da ein bisschen? Liebe Frau Hiller, solange ich lebe, wird die Petra keine finanziellen Sorgen haben. Hoffentlich. Dann war der Tommy also bei dir und ich habe ihn die ganze Zeit gesucht. Ja, ja, war hier und wo er jetzt ist, weiß ich nicht. Er hat sich ein Kopfwehpulver geholt. Wahrscheinlich hat dein lieber Gatte heute nicht die Spendierhosen angehabt und hat statt des eleganten französischen Champagner nur einen originären österreichischen Sekt ausgegeben. Du bist so gemein, Opa, so gemein. Ja. Und du bist so jung, so verliebt und so unerfahren. Na ja, verzeiht er diese Frechheit. Und du bist alt, halsstarrig und bestehst nur aus Vorurteilen. Mhm. Alt, ja, alt bin ich, aber nicht senil. Ich habe halt ein bisschen Angst um dich, weil ich die Welt und die Menschen kenne. Das bildest du dir aber nur ein, denn Bertel kennst du nämlich überhaupt nicht. Du hast ihn sofort mit der kalten Dusche empfangen. Ach, du, deinen Bertel, den habe ich vom ersten Augenblick an durchschaut. Petra, das ist doch ein Angeber. Mit seinem ganzen Champagner und mit dieser Super-Luxus-Hochzeitsreise. Wer weiß, ob die überhaupt stattfindet. Die findet statt. Und zwar schon morgen. Ich habe geglaubt, du bist gerecht. Aber du bist dem Bertel ja nur neidig. Ich neidig? Hm? Petra, ich wünsche dir den besten und reichsten Mann der Welt. Wenn er seriös ist. Aber du bist doch da in was hineingezogen worden. Was heißt hineingezogen? Ja, na, ich bitte dich. Also, er hat dich eingewickelt, hereingelegt. Nur Gottes Willen, ich meine, er kennt sich ja mit Frauen aus, wenn man die einwickelt. Beim dritten Mal. Eingewickelt, herumgekriegt? Der Bertel, mich? Ja. Weißt du, wie ich mich angestrengt habe, bis ich ihn endlich so weit gehabt habe, dass er mich heiratet? Das war ganz schön ein Stück Arbeit. Wirklich rührend, rührend, wie du ihn verteidigst. Ja, der überwurzelte Casanova, der soll sich von dir zur Heirat überreden lassen haben, dass ich nicht lach. Genau so war's. Du würdest nicht so daherreden, wenn du wüsstest, wie sich diese ganzen Weiber um den Bertel zerfransen. Der braucht nur so machen und kann sie alle haben. Mhm. Ja, ja, das kann ich mir schon vorstellen, dass es da ein paar hysterische,
ausgesungene Sängerinnen gibt, bei denen er nur so machen braucht und die sich halt da um ihn reißen, weil sie die angenehme Hoffnung haben, dass er sie vielleicht doch vermitteln könnte nach Unterstinkenbrunn. Der Bertl vermittelt keine ausgesungenen Sänger, sondern die Weltelite. Es ist erstaunlich, dass man sein Büro aber in dem Branchenverzeichnis gar nicht findet. Und stell dir vor, Petra, im Telefonbuch existiert er auch nicht. Nein, weil er nicht will, dass ihm jeder X-Beliebige die Tür einrennt. Die Insider wissen schon, wo sie ihn erreichen können. Und jetzt will ich dir noch eines sagen. Ja. Der Bertl hat sogar noch ein zweites Büro in Deutschland. Ach, aber okay. Wo denn? Ja, das werde ich dir nicht sagen. Ich möchte nämlich nicht, dass du ihm nachspionierst. Eigentlich hat es mir heute richtig leid getan, dass ich euch nichts von der Hochzeit gesagt habe, weil die Oma so lieb war. Aber jetzt bin ich richtig froh darüber. Weil wer weiß, ob der Bertl mich überhaupt geheiratet hätte, wenn er vorher gewusst hätte, was ich für eine reizende, liebe Familie habe. Mhm. Na ja, ich wünsche dir von ganzem Herzen, dass du nicht miterleben musst, dass dein Bertl plötzlich ganz arm und kleinwunzig bei uns vor der Tür steht und um Hilfe sucht bei der lieben Familie. Das wird er nie. Und jetzt sage ich dir noch eines. Ja? Ich wollte mir eigentlich heute meine Sparbücher abholen, weil sie mir nämlich seit meinem Hochzeitstag zustehen. Aber geh, er lauert schon auf die Mitgift? Nein, ganz im Gegenteil. Er hat mir sogar verboten, das Geld zu nehmen, weil er nämlich darauf pfeift. Und ich auch! Du hast ihn verloren? Da ist doch irgendwas herum. Ah ja, da habe ich es ja. Aha, naja, Palme. Aber ganz geschickt gemacht, ne? So wie dieser ganze Dr. Strahler. Was ist denn? Wieso liege ich denn da am Fußboden? Das ist eh alles ganz egal. Ohne Susi. Was haben die? Ich meine, alle sind schon weg. Mhm. Also, Frau Sockel, seien Sie mir nicht böse, aber ich glaube einfach nicht mehr an diese Zufälle. Herr Heinz, ich schwöre Ihnen, bei allem, was mir heilig ist, es hat überhaupt nichts mit Ihnen zu tun. Was ist Ihnen schon heilig? Nein, ich glaube das nicht. Man hat mich einfach ausgeschlossen. Gut, vorige Woche von der Hochzeit und heute jetzt hier. Schauen Sie, die ganze Hochzeit war ja unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Es fragt sich ja, ob es überhaupt stattgefunden hat. Das sind doch alles überhaupt läppische Tröstungsversuche, die Sie hier unternehmen. Meine, wo gibt's denn sowas? Eine Familienfeier, die um fünf beginnt? Das ist um halber sechs aus? Gehen Sie also. Nein, man ist woanders hingegangen und feiert dort, heute ohne mich. Nix Feier. In der ganzen Geschichte war von Anfang an der Wurm drin. Was für ein Wurm? Ja, schauen Sie, der alte, ich meine, der Herr Sektionsfranz, der ist ja überhaupt nicht erschienen. Also das glaube ich Ihnen sogar. Weil der kann ja sehr stur sein, der Herr Sektionschef. Ja, und da war die Knefrau natürlich gleich von Anfang an, weil sie ist sehr nervös und ist bald darauf gegangen. Und die Birgit, die war nur kurz da, die hat weg müssen zu ihrer Kleinen. Also gut, aber was ist denn mit den Hauptpersonen? Was ist mit dem Tommy? Das ist überhaupt eine Geschichte für sich. Der Tommy war zwar auch nur ganz kurz da, aber dafür auch tschechert. Der Tommy? Ja. Das hört zum ersten Mal. Ist aber leider wahr. Dann ist er mit der Frau Otti, ist er da drin, sind sie lang in dem Kammerl gesessen und haben geredet. Und auf einmal war er Pfutsch. Also Pfutsch, sagen Sie, was Sie der Herr reden, das ist ja Pfutsch. Ich meine, ein Mensch löst sich doch nicht auf, verschwindet doch nicht sang- und klanglos. Also wenigstens bei uns nicht. Er war Pfutsch und da ist eben die Frau Otti mit der Petra, die sind ihn suchen gegangen. Die sind aber nicht zurückgekommen. Daraufhin ist der Dr. Strahler davon gestürzt. Um die Brett Petra sucht er jetzt irgendwo. Dann ist die Frau gekommen, die ist da herumgestanden, dann war ihr Fahrt, dann ist sie heimgegangen zu ihrem Grandchen, ich meine, zu ihrem Herrn Gemahl. Das ist wie der Bauer schickt den Jockel aus. Gönns, wer ist denn der Jockel? Ah, Hilla, bist du da? Das war aber ein kurzes Fest. Das war kein Fest, sondern ein kurzer Abschiedsbesuch, den die Kinder zwangsläufig in die Konditorei verlegt haben. Aber geht die Kinder? Was denn für Kinder? Nein. Du redst doch nicht im Ernst etwa von dem krampfhaft auf jugendlich getrimmten Schönling, der Gatte unserer lieben Petra, nicht wahr? Du,
der könnte unter Umständen mein jüngerer Bruder sein. Ja, aber nur unter ganz bestimmten Umständen, mein lieber Franz. Wie? Warum hast denn du heute so einen schneidenden Ton? Ich versuche, mich deinem anzupassen. Nein, das ist mir wirklich zu dumm. Sag mal, können wir denn nicht vernünftig miteinander reden? Ja, aber natürlich, komm bitte, setz dich da her, fang an und red vernünftig. Also Franz, du weißt, wir haben doch die ganze Woche jetzt darüber diskutiert, sollen wir die Eltern von der Petra über die Hochzeit informieren oder nicht? Moment. Du hast gerade vorhin gesagt, du willst vernünftig reden. Das ist aber nicht sehr vernünftig. Wir haben uns schließlich und endlich im Laufe dieser Woche, wo wir, wie du sagst, richtig oft genug darüber geredet haben, darauf geeinigt, dass wir es nicht ihnen sagen werden. Ja, das stimmt. Aber ich bin jetzt wankend geworden. Warum bist du plötzlich wankend geworden? Wozu soll das gut sein? Warum soll man sich aufregen? Ich meine, an der Sache selbst lässt sich ja leider nichts mehr ändern. Und ich bin fest davon überzeugt, dass diese Ehe ja doch bald auseinandergehen wird. Aber Franz, die beiden lieben sich. Ja, heute. Jetzt. Wer weiß, was morgen oder übermorgen ist. Nicht wahr? Also mein Instinkt sagt mir, dass das über kurz oder lang geht, diese Ehe auseinander. Ja, und was ist, wenn dein Instinkt dir etwas Falsches sagt? Das kommt zwar überaus selten vor, wie du dich vielleicht erinnern wirst, aber bitte, möglich ist alles. Also schön, wenn mir mein Instinkt etwas Falsches sagt, ist dann immer noch Zeit genug, es den Eltern zu sagen. Weißt du, mein Instinkt sagt mir, dass du Unrecht hast. Ich möchte so gern, dass du kapierst, dass die Petra diesen Mann vergöttert. Ja, Hilla, das habe ich schon kapiert. Und das ist ja eben das Schlimme. Franz, man soll Risse kitten, bevor es noch tiefe Sprünge sind. Sieh mal, es wäre so einfach, wenn du ein bisschen toleranter wärst und wenn ich die Petra und ihren Mann für heute Abend einladen würde und dann könntest du dem Bertel... Oh, sagt das schon Oma zu dir, der Bertel? Nein, und er wird es auch nicht sagen, denn er ist nicht geschmacklos. Ah. Naja, aber raffiniert, das ist er schon. Ein junges, unerfahrenes Mädel, nicht wahr? Immer mit ein bisschen Geld imponiert, nicht wahr? Es ist ja kein Kunststück, so ein Mädel den Kopf zu verdrehen. Dieser Lüstling. Oh, wenn du von einer Meinung besessen bist, wirklich, dann prallt alles an dir ab. Mit deiner Sturheit wirst du es noch so weit bringen, dass wir die Petra völlig von uns vertreiben. Bitte dich. Die Petra braucht uns doch schon heute nicht. Die hat ihren lieben Gatten, der sie liebt und verhätschelt, diesen strahlenden Dr. Strahler. Entschuldige, das ist doch kein Grund, dass sie uns nicht mehr braucht. Und vor allem brauchen wir sie. Wir brauchen sie? Ja, das glaube ich, viel mehr als sie uns. Ah, das ist verstehen. Mein Lieber, das glaube ich, dass du mich nicht verstehst. Aber ich werde es dir jetzt ganz deutlich sagen. Und ganz klar. Weißt du, ich würde es sehr schwer verkraften, weiterzuleben ohne den Schwung und dem Temperament von jungen Leuten. Und nur auf den Dialog mit dir angewiesen zu sein. Ja, danke schön. Denn das sind. Grüß Gott! Ja, hier geht der Storch. Wie geht's denn immer? Danke, Mutter. Ist doch nett, dass Sie uns einmal besuchen. Bitte kommen Sie doch weiter. Nein, das traue ich mich nicht. Länger als 5 Minuten lasse ich die Hilla nicht gern allein in der Gehschule. Weil der Stefan ist ja auf Tournee, wie Sie wissen. Ah ja, hat das also doch geklappt? Ja, der Dr. Strahler war der rettende Engel gerade jetzt, wo wieder ein Baby kommt. Ein wahrer Segen, kann ich sagen. Ja. Aber wohin geht denn die Tournee? Ins Waldviertel oder ins Alpenvorland? Nein, oder? Wie der Dr. Strahler gesagt hat. Durch Deutschland, durch die Schweiz. Heute zum Beispiel sind sie in Basel.
sehr erfreulich. Ja, und Abendgage zahlen die, keine Pauschale. Ne? Da kann der Stefan schon ein bisschen was sparen. Ja, wenn es Sie interessiert, erzähle ich Ihnen morgen gern mehr. Das heißt, falls ich die Hila mitbringen darf. Ja, aber natürlich können Sie die Hila mitbringen. Jetzt wollte ich eigentlich nur etwas für die Petra abgeben. Sie sehen sie doch heute noch, nicht? Ja, möglich. Was ist es denn? Na, nichts Tolles, aber ich mache jetzt Modeschmuck in Heimarbeit und da habe ich ihr heute einen selbstgemachten Armreifen geschenkt. Einen Armreifen? Ja, erst habe ich ohnehin gedacht, sie tragt so etwas jetzt nicht mehr, weil ihr Mann ja sicher jede Menge echten Schmuck schenken wird. Ne? Aber, ja, ich bin nicht so sicher. Ja, dann hat sie sich aber so darüber gefreut, dass ich ihr jetzt noch die dazu passende Halskette schenken möchte. Die ist da in dem Backerl drinnen. Also ich wünsche den beiden alles, alles Liebe, weil ich muss wieder zur Hila sausen. Bis morgen dann, ich freue mich. Ja, natürlich, bis morgen. Na trotzdem, also, es stimmt nicht alles mit diesem Dr. Strahler, das kann mir kein Mensch erzählen. Sehen Sie, das wäre meine Überraschung gewesen für das junge Paar, die ist nicht einmal angeschnitten. Wollen Sie ein Stück? Nein, das geht das nicht. Das obere Stockwerk. Nein, Frau Sockl, wir können nicht, wir zwei Singles da jetzt die Hochzeit dort zusammen haben. Rosel, wollen Sie? Nein, das kommt nicht. Ja, aber schauen Sie, bis Montag ist die nicht mehr frisch. Was soll ich denn tun mit ihr? Und Sie haben doch eh was wollen zu Ihrem Kaffee. Ja, aber Punschkrapfen oder ein altes Nussbeigel, wenn Sie haben, aber da nicht die Hochzeitstorten da aushaben. Das ist doch wirklich schade. Ja, viel zu schön. Schön ist sie, das ist wahr. Na, da ist er auch nicht. Ja, wer? Ja, wer? Der Tommy natürlich. Das ganze Haus habe ich abgesucht. Den ganzen Dachboden habe ich abgesucht. Nicht das kleinste Futsal von ihm. Also entschuldigen Sie, aber warum suchen Sie den Tommy am Dachboden? Ja. Bitte, lassen Sie mich das nicht aussprechen. Lesen Sie keine Zeitung. Haben Sie nicht gelesen, dass das junge Leute auf dem Dachboden in ihrer unendlichen Verzweiflung dass etwas anstellen können? Sich aufhängen, meinen Sie jetzt? Liebe Frau Otti, warum soll sich denn der Tommy aufhängen, um Gottes Willen? Wenn dem Tommy etwas passiert, dann bringe ich mich um. Ich bin ja schuld. Also jetzt, Timmy, Herrgott, jetzt reden Sie mal so, dass man Ihnen wirklich versteht. An was wollen Sie denn schuld sein? Ich habe ja nicht aufgepasst auf ihn. Ich habe ihn ja im Stich gelassen. Ich habe getratscht mit den anderen Leuten. Und dann habe ich nicht aufgepasst, ob er nicht irgendeine Dummheit macht auf dem Dachboden. In seiner unendlichen Verzweiflung. Bitte entschuldigen, liebe Frau Otte. Und aus welchem Grund glauben Sie denn, ist denn der Tommy überhaupt unendlich verzweifelt? Ja. Nur das kann ich Ihnen sagen, weil ihm seine Freundin die blöde Urschel angelahnt hat. Aber das gibt's doch überhaupt gar nicht. Der hat sie doch gestern hat sie ihn doch von hier abgeholt. Na, und dann hat sie ihm den Gnadenstoß gegeben, vis-à-vis in der Weinstube. Den Gnadenstoß? Tante Otti, warum heißt denn du? Hat sich auch jemand sitzen gelassen? Oh. Du! Apropos sitzen gelassen, kommen, stehen Sie auf. Wir zwei, wir gehen jetzt den Haufen Giro waschen, ja? Aber vorher kriegen Sie einen großen Nussernen von mir, ja? Das ist zwar selten, dass ich das brauche, aber jetzt brauche ich wirklich einen Nussernen, du! Schatzi! Ja, endlich! Endlich habe ich dich wieder. Und ich dich. Wo warst du denn die ganze Zeit? Ich habe dich schon überall gesucht. Ich war schon im Gasthaus. Ich habe den Tommy gesucht und dich auch. Ja, und? Er hat den Tommy nicht gefunden. Wer weiß, was der Kerl wieder treibt, während ich ihn suche. Ich war schon ganz verloren ohne dich. Aber du, ich habe eine sehr gute Nachricht für dich. Ich habe mit deiner Großmutter gesprochen und ich glaube, sie wird alles einrenken zwischen dem Opa-Paar und zwischen uns. Ich habe eine schlechte Nachricht für dich. Ich habe mit dem Opa gesprochen. Ja, und? Er traut dir jede Schlechtigkeit zu. Und ich habe das Gefühl, er wird sich mit seiner Meinung auch bei der Oma durchsetzen. Oje. Es tut mir aber leid für dich. Weißt was? Mir ist eigentlich vollkommen wurscht, was der Opa von dir denkt. Der ist halt alt und stur. Aber ich kenne dich ja durch und durch. Ich weiß ja, dass du keine Geheimnisse von mir hast. Ich kenne dich doch. Ich weiß doch alles von dir. Ja, freilich, mein Schatz. Du weißt fast alles. Weißt du, Heinz, ich bin eigentlich sehr froh, dass ich ein bisschen mit dir allein reden kann. Ich meine,
Die Tante Otti und die Frau Sockel sind ja sehr lieb, aber sie sind halt Frauen. Vorsicht, lass dich nicht von den Feministinnen ertappen, dass du so redest. Aber gut, dann nützt mir die Zeit, also während die Frauen eben nicht da sind, aus. Und jetzt erzähl mir endlich, was dich so bedrückt. Geht's dir auch immer so? Das ist dein Hunger. Ich meine, wenn du Seelenschmerz hast, dass du einen unbändigen Hunger hast, ich könnte die ganze Konditorei leer fressen. Und da musst du aber sehr unglücklich sein, weil es ist medizinisch erwiesen, weißt du, dass unglücklich Verliebte kiloweise Süßigkeiten in sich hineinstopfen. Irgendwie versuchen sie, den Seelenschmerz so kalorisch zu kompensieren. Mhm. Ich esse und esse und bin doch so verzweifelt wie noch nie in meinem Leben. Weißt du, wann ich ernstlich gedacht habe? Dich umzubringen. Wieso weißt du das? Weil ich jedes Mal auch ernstlich daran gedacht habe. Bitte, was heißt jedes Mal? Jedes Mal, wenn wieder die einzige, große, letzte, wirkliche Liebe meines Lebens beendet war. Ja eben, es gibt ja nur eine einzige, große Liebe und die habe ich mit der Susi verlebt. Das ist sehr lieb, Tommy. Kein Mensch kann sich vorstellen, wie das mit uns beiden war. Doch, ich. Man wacht auf und der erste Gedanke ist sie. Genau. Und dann kann man überhaupt nicht erwarten, bis so diese grauenhaften Stunden verschleichen, bis man sie wieder sieht. Und eigentlich kann man überhaupt nichts tun und nichts denken. Immer nur sie, sie, sie. Und man möchte immer nur mit ihr sein und bei ihr sein. Und das Schöne daran ist, dass sie ganz genauso empfindet. Und man schwebt gemeinsam auf einer rosaroten Wolke. Jetzt muss ich dir was anvertrauen. Eigentlich wollte ich heute, nachdem wir die Petra und den Bertel verabschiedet haben, unsere Verlobung bekannt geben. Bis gestern war das fix ausgemacht. Und siehst du es nicht, hast du es nicht? Hat dich die Susi von einer gemeinsamen rosaroten Wolke hinuntergeschubst? Ja, völlig grundlos. Wir haben nicht einmal gestritten. Es war eigentlich wie immer. Vielleicht hat es einen anderen. Bestimmt nicht. Das hätte sie mir gesagt. Nein. Nein, sie will einfach nicht mehr. Sie ist genug von unserem Stammbeisel, sie will kein Quiche Lorraine, keinen französischen Landwein mehr. Sie will nicht einmal mehr nach Griechenland. Obwohl wir immer davon geträumt haben, dort unvergessliche Stunden, Tage und Wochen zu verbringen. Und dieses Mädchen hätte beinahe geheiratet. Und dann sei doch froh, dass du es nicht getan hast, weil in 3 Monaten hast vielleicht du genug gehabt. Wie kannst du sowas sagen? Ich liebe diese Frau bis zum letzten Atemzug. Wahrscheinlich ist das sogar richtig. Weil ich meine, durch das, was passiert ist, weißt du, wird immer so ein Stück von dieser Liebe irgendwo in deinem Hirn oder in deinem Herzen überbleiben. Und die Susi wird dadurch zur unsterblichen Geliebten. Sie will mich ja nicht mehr sehen. Das ist ja gar nicht notwendig. Weißt du, man kann diese Liebe konservieren. Und im Alter und in der Erinnerung wird sie immer schöner. Ja, ich will ja mit ihr leben. Ich will sie bei mir haben. Spüren. Lieb haben. Schau, Tommy. Weißt du, es gibt grundsätzlich 2 ganz verschiedene Arten von Lieben. Die eine, das ist die rosarote und die ist aber aus einem so zerbrechlichen und zarten Material gemacht, dass sie den rauen Alltag einfach nicht überlebt. Weißt du, diese Liebe ist nur für 2 Menschen da und zerbricht, zerplatzt und der Alltag ist einmal rau und trivial. Und genauso war deine Liebe zur Susi einfach nicht für das tägliche Leben geschaffen. Ich weiß nur, ich habe sie wirklich geliebt. Aber was ist das für eine andere Liebe, die du da meinst? Und die ist vielleicht nicht ganz so rosarot, weißt du, so in den Tränen eingefärbt. Und man kann auch miteinander sein, ohne Händchen zu halten oder zu schmusen. Und man hasst vielleicht sogar mit den anderen. Aber der andere ist immer dann da, wenn man ihn braucht. Und hilft einem, dieses merkwürdige Abenteuerleben zu bestehen. Ich bin ganz sicher, dass du auch einmal diesen Menschen kennenlernen wirst. Warum hast du eigentlich nie geheiratet? Ach, das kann ich dir sagen, das ist gar nicht so schwer, weil ich am Anfang auch immer den rosaroten Wolken nachgejagt habe. Und jetzt eigentlich noch nicht alt genug bin, um eine Ehe ohne Illusionen eingehen zu wollen. Du bist ja ein heimlicher Romantiker. Ja, aber wehe, du verrätst das irgendjemand. Ja,
Aber warum sollte das so? So, meine Herren, ich bitte, Zeit ist, ich will zusammenkehren. Also, ich hab gedacht, Sie sind am Heimweg, weil Sie schon Ihr Fahrzeug mit haben. Haha, ich lach mich schäcker. Also, bitte, gehen wir. Bitte, dann wollen wir hier nicht länger stören. Komm, Tommy, suchen wir uns für die Fortsetzung unserer philosophischen Gespräche ein anderes, ein etwas ruhigeres Lokal.